Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier. Herzlich willkommen. Ich frage mich gerade, warum Ash meine Kamera in der Hand hat und was es genau hier ist. Heute werde ich einmal, weil ich habe ja letztens und habe hier noch den Schlüssel. Und heute werde ich ein paar Sachen von Max klauen. Also ich will jetzt erstmal reingehen. Bitte? Jetzt weiß ich wenigstens, warum Ash mir die Kamera hier gegeben hat und gesagt hat, ich soll mir das Video, was drauf ist, angucken. Das mache ich jetzt gleich gemeinsam mit euch, mit meinem Schlüssel, den ich eigentlich gar nicht mehr benutze. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe eigentlich nur noch Chrissys Schlüssel. Einfach daran, dass ich eigentlich, wenn wir weg sind, dann fahre ich mit Chrissys Auto. Dann werde ich mir ein paar Sachen von Max klauen. So, bin ich drin, ne? Er hat vor, mir Sachen zu klauen? Mir ist ehrlich gesagt noch nicht wirklich was aufgefallen. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hoch. Was will er hier oben? Mein PC ist noch da, Bildschirme sind noch da, mein Gaming-Schuh ist ebenfalls noch da. Da oben hat Max eine Xbox, die ich mir einmal klauen könnte. Warum hat er sich die Xbox genommen? Erstmal muss ich sie abschließen. So Leute, ich hab sie. Hier ist die Xbox. Ich würde sagen, die bringe ich jetzt erstmal einmal runter. Vor allem alle Kabel sind noch hier und was passiert mit den Sachen? Kann ich mir die gleich wieder unten abholen oder will die jetzt behalten oder was? Das ist schon mal nice. Ich kann gleich nochmal gucken, ob die irgendwas anderes noch haben. Ob die hier vielleicht noch irgendwas haben, weil der Schrank ist ja neu. Nichts drin, was da irgendwie, was ihn interessieren könnte. Ich meine, was ich jetzt gesehen habe, Leos Leckerlis einmal. Will er die essen oder was? Den Deko, eine Box mit Kassenzettel drin. Ich glaube, mein Portemonnaie ist da. Oh mein Gott. Leute, Max Portemonnaie. Ey, Ash, ich will. Hab ich da mal Geld drin gehabt? Ja, vielleicht ist da irgendwas an Geld drin, ne? Ich... Jo. Hier ist ein bisschen. Zieht der mir einfach mein Geld ab? Ich nehme einfach das ganze Portemonnaie mit. Warum nicht? So, so. Jo, nehme ich das ganze Portemonnaie mit. Was willst du mit einem Portemonnaie, wo kein Geld mehr drin ist? Gesundheit, an der Stelle. Mal gucken, was ich noch mitnehmen könnte. Das ist drin, hier vielleicht irgendwas. Wir haben hier so Regale unter dem Fernseher so aufgebaut und mittlerweile, da ist Müll eigentlich nur drin. Also ganz ehrlich, da ist nichts drin, was irgendwie, was einen Ash interessieren könnte. Soweit ich weiß. Nö. Hier vielleicht, Oh, ja, so viel dazu, tut da ist nur Müll drin. Also mein Laptop, da ist mein Laptop drin. Chrissys Laptop, ein iPad. Nicht mein iPad. Eigentlich liegen die Sachen auch nur vorübergehend, weil wir noch keine richtige Ordnung in den neuen Regalen haben. Ich würde sagen, nicht aber Max Laptop. Und nochmal AirPods. Nee, nein, nein, als ob. Hier, AirPods Pro. Auch noch die AirPods Pro? Nee, warte mal, Gastus. Ash, du hast doch schon AirPods. Was willst du denn noch mit mehr Air? Okay, AirPods Pro hat er nicht. Warum nimmst du nicht einfach deine? Die du eh nicht benutzt, glaube ich, soweit ich weiß, oder? Ich hätte gerne meine Sachen wieder. Hier ist nur Sachen von Leo. Ein paar Hundekotbeutel könnte Ash ja auch eventuell mal mitnehmen, falls ich kein Klopapier mehr habe. Spaß beiseite. Hier ist auch nicht. Wie wär's? Du hättest auch klauen können, eine Heißklebepistole. Du hättest auch von Chrissy was klauen können. Was ist drinne? Oh, ich habe gerade gesehen, da ist ein Xbox Game Pass Zettel. Irgendwer von euch Xbox Game Pass hat, da war gerade ein Code drauf für 14 Tage Game Pass. Ultimate oder so. Also, ich meine nur so eine kleine Info für die, die eine Xbox haben. Und hier ist auch nichts weiter drinne. Ah, schade. Das ist das Wonder Waffel. Ein Paket, was Chris zugeschickt bekommen hat. Hm. Oh mein Gott. Hier, was ist hier drin? Ja, wie klar war das bitte, dass er die Schublade aufmacht? Wie klar war das bitte? Ich meine, das war klar, oder? Tic-Tacs, nehme ich mit. Giotto. Wie bitte? Ich meine, das heißt Giotto, oder? Wie sprecht ihr es aus? Jetzt in die Kommentare. Nehme ich auch mal mit. Korn, die nehme ich auch mal. So, nächste Schublade. Ah, perfekt. Ash hätte einfach alle Korn die Regeln nehmen können. Die liegen da schon seit lange. Niemand isst die, also komm wieder hoch und hol den Rest ab, bitte. Nichts. Da hat er aber ziemlich schnell gecheckt, dass da nichts Geiles drin ist. Nächste, nicht. Und auch in der dritten Schublade ist Hundefutter, ein paar Kartoffeln sind da vielleicht drin. Nudeln eventuell auch, aber das alles ist natürlich nicht interessant für einen 12-Jährigen. Hier oben vielleicht noch irgendwas? Oh ja, da sehe ich mich. Nein, 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 stopp. Da ist was oben drin, was, na egal. Würde ich sagen, erstmal die Packung Chips hier. Hier ist gar nicht mehr so viel drin. Nimmt er sich auch noch die Pringles? Dafür will ich eine neue Packung haben, Ash. Die grünen sind die besten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblings-Pringles-Sorte ist. Aber diese grünen Pringles, die toppen einfach nichts, finde ich.
Ich hätte wenigstens einen Teller mitnehmen können. Das essen wir sowieso nicht. Dann nochmal die Packung Chips, die ich auch nochmal. Das sind Chrissys Lieblingschips. Das muss ich, glaube ich, gleich erstmal direkt petzen gehen. Spaß beiseite. Die anderen Chips da oben mag ich nicht. Bis jetzt habe ich eigentlich richtig nice Sachen hier schon mal. Wollen wir, dass er jetzt zum Kühlschrank geht? Vielleicht ist noch irgendwas im Kühlschrank drin. Jo! Es war klar. Hatte ich Hoffnung auf Red Bull oder so. Hä? Egal. Dann, oh mein Gott, Geschirrschrank. In die Frierfach vielleicht? Nee, hier sehe ich auch nichts Gutes. Perfekt, er hat das Eis übersehen. Egal, dann würde ich sagen, ich einmal auf den Balkon. Oh nein, warte mal ganz kurz. Weil hier haben die immer noch Tränke drin. Ab in diese Geheimkammer. Die geheime, mysteriöse Geheimkammer. So, hier jetzt schon mal Cola. Jo, ja, ich gönne die Cola, kein Ding, kein Problem. Und ich könnte wetten, in ein paar Tagen steht da so eine leere Cola-Flasche bei uns auf der Treppe, damit wir sie wieder abgeben können. Davor, also ich habe schon echt nice Sachen hier. Ja, kann man so sagen. Ich suche jetzt noch mal ein bisschen weiter. So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe fast nichts zu trinken. Aber was darf noch sein? Deswegen gehe ich jetzt noch mal in diese Abseite reingucken, ob die vielleicht noch irgendwas haben. Und möchte, nehme irgendwann die Tüte jetzt hier mit. Ich gleich mal alles rein. Ich werde erstmal Portemonnaie rein. Lol. Oh ne, nicht die Tüte. Nein, die will ich wieder haben. Hier ist einfach Red Bull drin. Nice. Erstmal alles reinpacken. Ich war noch gar nicht im Badezimmer. Da gehe ich jetzt einmal rein. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Aber hier ist halt safe eh nicht. Leute, hier ist ein Rasierer. Ich würde sagen, Mama könnte mir damit safe mal die Haare schneiden. Und meine Haare sind langsam wieder richtig lang. Und hier sind sogar noch Aussatzsäffel. Ich packe ihn einfach schnell zusammen. So ab zu meiner Tüte. Ash? Ja. Könntest du mir mal bitte kurz erklären, warum du oben Sachen geklaut hast? Also, wo sind die AirPods? Wo sind mein Portemonnaie? Wo ist die Xbox? Ja, kann ich das wieder haben? Wofür da? Also, kann ich dir wenigstens die Haare schneiden? Nein. Bitte? Nein. Ganz ehrlich, Ash? Es ist ein bisschen hell, ne? Mhm. Ich sag hier alles wieder ein. Ich habe jetzt alles gefunden, außer mein Portemonnaie. Darf ich fragen, wo mein Portemonnaie ist? Du kannst auch das Geld darin behalten, aber mein Portemonnaie hätte ich gerne. Ein Ausweis drin, mein Führerschein ist da eventuell drin und das brauche ich vielleicht. Aber dafür. Ash, aber dafür hätte ich sehr gerne mein Portemonnaie an der Stelle. Ist das Paket überhaupt cool? Wenn ich irgendwann mal bei dir einbrechen sollte, dann... Ich hab's nochmal bekommen! Du checkst es nicht! Geh mal bitte aus dem Shop raus jetzt. Das Geld kriege ich wieder, 11,90 €, 20 €, 20 €. Das gibst du mir wieder! Ash, das sind 50 Euro, die du gerade vor... Das ist das Mindeste, oder? Du schuldest mir jetzt was, also... Das... Doch. Abgemacht war, dass ich einmal was gerade für 20 € kaufen kann. Jo, wie auch immer daraus. Ich hab gemacht, dass 12-Euro-Paket jetzt wurden. 50 € statt 12. Das nächste Mal, wenn irgendwie Essen bestellen oder irgendwas, ey. Du gibst aus. An der Stelle würde ich sagen, war es das auch hier von mir in diesem Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich mal bei Ash ins Zimmer gehen soll. Und mal gucken soll, was da so Schönes ist, was ich vielleicht gebrauchen könnte. Lasst einen Daumen nach oben, dann schaut jetzt beim Merch vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Max und ciao.